Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Part von Human Resource Machine. Und wir nehmen unseren wunderbaren Angestelltenausweis und beginnen mit dem Verdreifacherraum. Hier müssen wir offensichtlich irgendwas verdreifachen. Wer sind Sie? Dieser freiwillige Bereich ist nur für besonders leistungsfähige Angestellte. Sind Sie das? Nun, Sie sind spät dran. 7 Jahre zu spät. Es wird Zeit, dass hier ein paar Änderungen vornehmen. Ich will eine 100%ige Leistungssteigerung sehen. So. Von jetzt an werden wir Ihre Arbeit super extra genau im Auge behalten und ich kann nicht vorlesen. Verdreifachen Sie jedes Ding in der Inbox und legen Sie das Ergebnis in die Outbox. Gut, Inbox. Copy to 0. Dann addieren wir einmal und noch zweimal. Das heißt, wir haben das 3 im Ding und wupp. Das müsste schon klappen. 6, 12, 18. 3 mal 6 sind 18. Da haben wir ja alles richtig gemacht. So. Wir haben 6 Befehle. Wir haben 24 Schritte. Und wir sind fertig. Der verachtfache Raum. Ja, 10. Sie können Ihre Leistung der Optimierungsausrüstung jederzeit anwenden. Bei grünen Lampen nehmen. Bla, genau, danke. So. Multiplizieren Sie jedes Ding in der Inbox mit 8 und legen Sie es in die Outbox. Ganz zu oft addieren ist einfach, aber verschwenderisch. Schaffen Sie es nur mit 3 Befehlen, mit 3 Add-Befehlen. Gut, das werden wir hinkriegen. Inbox. Copy to 0. Add 0. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2. Dann kopieren wir das wieder auf 0, addieren es damit. Dann haben wir 4. Wir kopieren es wieder auf 0 und wir addieren nochmal. Jetzt haben wir 8 in der Hand und machen Outbox. Das ist sozusagen 2, 4, 8. Ne? Genau. Outbox. Wir haben 3 Add-Befehle. Das ist ziemlich einfach. 7, 14, 14 plus 14 und 28 plus 28 und wir haben es gedoppelt. Bei der 0 ist das natürlich irgendwie sinnlos, werden wir gleich auch sehen. Weil 8 mal 0 sind irgendwie immer noch 0. Verachtfachungsraum. 9 Befehle und 36 Schritte. Weiter zum Aufzug. Ver40-facher. Welch ein wunderbares Gefühl, wenn sich die ganze Arbeit der letzten Jahre zusammenfügt und zu einer gut ausgeführten Aufgabe verschmilzt. So, wir sollen alles ver40-fachen. Übrigens, man kann hier auch mehrere Versuche anlegen, wenn man das möchte. Ich nehme erstmal aus der Inbox. Ich möchte ver40-fachen. Das heißt, ich denke mir, ich habe eine 1. Damit lässt sich das am leichtesten machen. Ich kopiere die 1 auf 0. Dann sage ich 2, 3, 4 und 5. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Copy to. Zack. Das sind dann 10. Add. Jetzt haben wir 20. Copy to. Und noch einmal add. Das sind 40. Und wir packen das Ganze in die Outbox und springen zurück. So, also 1, 2, 3, 4, 5.
Probieren wir es aus. 2, 4, 6, 8, 10. 20, 40, 80. Hervorragend. Passt. Und zwar ganz genau. Und jetzt nehmen wir das gleiche gleich mal mit der 1. 2, 3, 4, 5. Zurückschreiben. 5 plus 5 sind 10. Zurückschreiben. 20 zurückschreiben. 40. Sehr gut. Genau so wollten wir das haben. Ver40-facher. Nutzen Sie höchstens 14 Befehle, haben wir. Und wir haben auch die exakte Anzahl an Schritten. Das ist doch hervorragend. So, Subgang. Ja, 11. Substraktion. Das habe ich in der Schule nicht gelernt. Sie etwa? Wir bilden ein gutes Team. Nehmen Sie jeweils zwei Dinge aus der Inbox. Subtrahieren Sie zunächst das erste vom zweiten. Legen Sie das Ergebnis in die Outbox. Danach subtrahieren Sie das zweite vom ersten und legen das Ergebnis in die Outbox. In dem Falle machen wir ganz, ganz knallhart Copy 2. Inbox und nochmal ein Copy 2. Ganz knallhart. Wir subtrahieren, weil wir noch das hier in der Hand haben, von dem. Und packen das Ganze einmal in die Outbox. Dann nehmen wir uns das hier und subtrahieren es von dem hier. Packen das knallhart in die Outbox und dann sind wir fertig und springen zurück. Zumindest habe, wenn ich das richtig verstanden habe. So, 7. Bisher hat er noch nicht gemeckert, also ist es richtig. Sehr schön. Subgang. Wunderbar. Alles grün. Der Ausgleichsraum. Ja, 13. Manchmal sind manche Zahlen größer als andere. Und manchmal sind sie gleich. Wie können wir das herausfinden? Das habe ich aus diesem herausragenden Buch. Welche Zahl sind sie für aufstrebende Null? Sie können es sich später ausleihen. Okay. Nehmen Sie zwei Dinge aus der Inbox. Wenn sie gleich sind, legen Sie eins in die Outbox, verwerfen Sie nicht gleiche Paare und wiederholen. Das heißt, Inbox. Wir haben hier übrigens wunderbare Zettel, die kann man hier wunderbar anlegen. Dann kann man da reinschreiben und löschen. Die sind später sehr, sehr praktisch. Ganz sicher, sehr praktisch. Wir nehmen Copy 2, 0, Inbox und jetzt vergleichen wir das Ganze. Wir subtrahieren einfach von dem hier. Wenn das 0 ist, dann machen wir etwas anderes, aber ansonsten springen wir wieder nach oben. Wenn das 0 ist, dann nehmen wir von 0 und machen das Ganze in die Outbox und springen wunderbarerweise ganz nach oben. So, und dann gucken wir uns das Ganze an. 5 und 7 sind nicht die gleichen Zahlen, aber 6 und offensichtlich 6 sind die gleichen Zahlen. Wir kriegen eine 0 und packen das Ganze da raus. So. Minus 1 und 6 sind übrig geblieben. Größenoptimierung haben wir geschafft. Geschwindigkeitsoptimierung haben wir nicht geschafft. Ein Schritt mehr.
Na gut, also ich meine technisch gesehen. Wir springen hier hin. Ja, das geht natürlich nicht. Wir müssen erstmal einen Jump-Befehl und darüber. Und das hat sich dann gleich jede Ersparnis aufgelöst. Naja. Neun Befehle. Und 27 von 27. Hervorragend. Na gut, Maximierungsraum. Im Jahr 14. Es gab eine Planänderung. Die Buchhaltung hat festgestellt, dass es nicht mehr profitabel ist, alle Zahlen gleich zu behandeln. Die Geschäftsführung will nur die großen Zahlen. Nehmen Sie zwei Dinge aus der Inbox und legen Sie nur das Größere in die Outbox. Sollten sie gleich sein, nehmen Sie irgendeins der beiden. Gut, das heißt, wir nehmen aus der Inbox. Wir machen ein Copy to hierhin. Wir nehmen aus der Inbox und wir machen ein Copy to dahin. Dann nehmen wir ein Sub und wir haben dann diese Zahl und ziehen diese Zahl davon ab. Das heißt, wenn die jetzt negativ sein sollte, wenn sie negativ ist, dann ist diese Zahl hier größer. Copy from das hier Outbox. Und dann springen wir nach oben. Ansonsten machen wir noch einen Sprung hier nach oben. Aber wir nehmen natürlich Copy from 1 und packen das in die Outbox. So, das sollte es schon sein. Schätze ich. 7 und 3. Welche Zahl ist größer? 7. Minus 1. Minus 7. Minus 6. Minus minus 1 ist natürlich größer. Fertig ist unsere Dame. Maximierungsraum. 10 Befehle, wir haben 12 Befehle. Und wir haben sehr viel mehr Schritte. Das sollte eigentlich Nein, das kann nicht funktionieren. Wir brauchen hier einen Jump-Befehl darum herum. Nochmal das Ganze. Mal gucken, ob wir jetzt besser weggekommen sind. Wir haben 11 Befehle.
Und wir haben immer noch viel zu viel. Na gut, lassen wir das so. Einschub zur Arbeitsmoral. Ja, 15. And that, ladies, is how I saved a bundle on my long-distance telephone service. Das ist die Hupe zur Arbeit. A massive army of machines has surrounded the city. The machines are not moving and they are not communicating. Local authorities are investigating. Als nächstes haben wir absolut positiv und exklusive Lounge. Gut, wir fangen mit absolut positiv an und beenden es dann erst im nächsten Part wieder. Und auf die Art und Weise kann ich einen wunderbaren Jump Cut zwischendrin einbauen und kann mir Gedanken darüber machen. Am geschicktesten baue. Und deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt erstmal an. Haha! Man hat festgestellt, dass eine positive Einstellung die Produktion erhöht. Sie sind daher jetzt verpflichtend. Lächeln Sie. Die Geschäftsführung beobachtet Sie. Bewegen Sie jedes Ding von der Inbox in die Outbox. Sollte aber eine Zahl negativ sein, müssen Sie vorher das Minuszeichen entfernen. Und wie wir das Ganze machen, das sehen wir dann im nächsten Part.